habe die Ehre. Ich bin's, der Birger, und heute geht's um ein Traditions-Wirtshaus-Sportart. Wenn man Schach als Sport bezeichnen darf, dann das auch. Und darum heißt's heute How to Warten. Dass es ums Karteln geht, so hoffe ich, spannt jeder von selber. Ansonsten fällt's eh mir weit. Aber wurscht, ich versuche heute ein wenig zu merken, dass Stecher nichts mit Sexy Time dein Aldi zusammenhauen und ein Boot nichts mit Schon paddel ich euch eins. Rudern und Gritten nichts mit doppelten Schaden austeilen zum Durchhalt. Und ja, ja, gleich vorweg für unsere Gescheithäferl, das eigentlich als Schafkopfer Königsdisziplin ist, das weiß ich selber auch. Da ich aber das Gefühl habe, dass nach 20 Sekunden eh schon keine Sau mehr zuhört, möchte ich mich heute auf den 1er Watterer beschränken. 1 gegen 1 quasi. Fangen wir lieber an mit Phase 1. Karten und was für euch das wichtig sein. Gespielt wird mit ganz normalen Karten. Schaffst bei mir den Back low und gleich einen Zettel mit dem Stift dazu. Hat er keine Karten, bist definitiv im falschen Wirtshaus und kannst dich bei bestem Gewissen gleich wieder schleichen. Zur Not auch ohne zum Zahlen. Weil wenn er keine Karten nicht hat, liegt er sehr nahe, dass er nicht einmal ein Bier hat. Selbiges gilt übrigens auch, wenn er der Pokerkarten bringt. Aufsteh und Abflug. Und wenn er meitert, sagst du ihm, dass er Frau sein kann, dass kein Bockfotzen eingeschlagen hat. Als erstes packelst du das erste Mal aus und wirfst 6 auf Zeiten. Braucht keiner. Die wichtigsten Karten sind die 3 kritischen. Zu denen ich mir ab jetzt aber Gritten sang. Das ist der Arche Simmer, der Scheinsimmer und der Herzkini. So nennt die 3 Hamen aber kann ich das auch nicht. Wir sagen ab jetzt Spitz, Welle und Max dazu. Merkt ihr das? Wenn nicht, akute Bockfotzengefahr. Der höchste ist der Max, der sticht einmal alles. Dann kommt der Welle, dann der Spitz. Direkt danach, neben die 3 Gritten, gibt's noch einen Haube, der sich aus der angesagten Farbe und einem Schlag zusammensetzt. Die Farbe oder der Trumpf kann quasi Arche Herz groß oder schön sein. Und der Schlag ist nachher der Kartenwert, wie halt zum Beispiel Saukini Ober und der 10er 9er 8er Simmer. Da das alles aber in sauber 2 Schmerzerei ausufert, gehen wir lieber weiter zu Phase 2. Jetzt stehen wir einfach einmal eine Beispielrunden. Also. Erst einmal mischt der Geber die Karten. Dann hebt dauernd ab, schaut und eine, ob er einen dritten Zung hat. Ein Max, Welle oder ein Spitz. Wenn ja, darf er es ihm behalten. Wenn nicht, legt er einen Stapel wieder hin, der Geber tut es zusammen und teilt aus. 3 Karten erst für den anderen, 3 Karten für ihn, 2 für den anderen, 2 für den Geber. Bis er jeder 5 Karten in die Wichsgriffin hat. Dann wird erst einmal angesagt. Der andere fängt an und sagt erst einen Schlag an. Ich hoffe, ich brauche jetzt nicht dazu sagen, dass es nicht schlecht wird, wenn einer davon auf der Hand ist. Er sagt zum Beispiel ein Ober. Direkt drauf sagt der Geber die Farbe, zum Beispiel Herz, weil er da halt auch 2 hat. Damit ist jetzt der Herz Ober der Haube und noch die 3 Gritten die stärkste Karten. Hat aber keiner, also ist eh wurscht und dann geht's los. Spielzug 1. Der andere fängt an und haut der Karten aus sich, zum Beispiel ein Herz 10er. Nichts Brutales, aber ein wenig hab's halt. Der Geber reagiert, hat ein Herz unter und sticht einen 10er weg. Stecher! Wichtig! Geht im ganzen Spiel um nichts anderes. Dann steht's quasi 1-0 in der ersten Runde und wer als erster 3 Stich hat, der gewinnt. Spielzug 2. Dann wirft alle der aus, der die Runde gewonnen hat. Also der Geber. Der Geber ist freilich boom voll und wirft einen Gritten aus sie. Ein Max. Macht überhaupt keinen Sinn, hier ist aber wurscht. Der andere sagt das natürlich, weil er erst ein halber Radler gesuffen hat und wirft nix, beziehungsweise sein niedrigste Karten aus sie, weil er ihn eh nicht stechen kann. Haut er einen groß unter aus. Steht's 2-0 und jetzt wird's eng. Der Geber wirft wieder aus, weil er gewonnen hat und da er halt nichts mehr hat, wirft er einen groß 8 aus. Das trifft sich für einen anderen gut, weil er einen groß 9er hat. Ich weiß schon, der andere hat überhaupt keinen großen 9er nicht gehabt. Aber ich kann's euch nicht anders erklären. Also pssst, zaubert mir einfach einen großen 9er in den Tint. Die Karten ist normal nichts wert, aber in dem Fall sticht der Tant. Quasi wenn Karten auf dem Tisch liegen, wo kein angesagter Schlag oder Farbe drauf ist. Passt, steht's 2-1. Spielzug 4 und 5. Jetzt wirft wieder der andere raus, weil er gewonnen hat. Und er hat nur 2 Gritten. Da der Geber einen Max schon verspült hat, weiß er, aha, meine 2 Gritten kann er mir gar nicht mehr stechen. Haha! Und das Spiel geht 2-3 für den anderen aus. Er schreibt sich 2 Strichel fürs Boot auf den Zettel und fertig. Ja, ja, ich weiß schon, der Spielablauf an und für sich macht natürlich wenig bis überhaupt keinen Sinn. Aber soll ja auch bloß erklären, wie die ganze Sache so funktioniert. Was, wir, wann, du was spielst, das musst du selber herausfinden. Also, haut euch ins Wirtshaus, sauft euch Bieren voll, legt euch ein geschissenes Handy auf Zeiten und geht zu wenig katteln. Ein paar Besonderheiten, die gibt's noch und darum gehen wir noch schnell zu Phase 3. Ein paar Besonderheiten, die es nur zum Wissen gibt. Da hätten wir mal die oberen 3 anschauen. Nach dem Abheben, wenn nicht streng gespielt wird, wie in einem Turnier zum Beispiel, darf sich der Geber die oberen 3 Karten noch anschauen, ohne dass der andere sagt. Dann hätten wir noch
Trumpf oder kritisch? Wird in einer Runde beim ersten Spielzug der Haube ausgespielt, zum Beispiel jetzt der Herz Ober, und du sagst Trumpf oder kritisch, nachher muss dein Gegner entweder mit einem dritten Stecher, wenn er einen hat, oder eine Karten mit Schlag oder Farbe drauf werfen, auch wenn er es nicht stehen kann. Merke, Ehrlichkeit ist hier Ehrensache. Dann hätten wir noch das Ausschaffen. Egal an welchem Punkt in einer Runde, kann einer von euch ausschaffen und sagen, geh. Zirkt der Gegner einen Schwanz ein, hast gewonnen und schreibst dir zwei Strichel fürs Boot auf. Geht dein Gegner nicht, aber du gewinnst, darfst dir drei Strichel aufschreiben. Umdreht übrigens auch, wenn du verlierst. Dann haben wir noch das Boot und gespannt bei 9. Ein kurzer weiterer. Der gibt es 11. Jede gewonnene Runde gibt dir zwei Strichel. Bei 9 bist du gespannt und es ist automatisch ausgeschafft. Sprich, es geht um 3 Punkte. Egal wann und wie. Gewinnt der andere nochmal, kriegt er 3 Punkte. Gewinnst du, hast das Boot gewonnen und tralalala, du kannst dir eine halbe zahlen lassen. Passt, gut, gegangen. So, dreiviertel habe ich wahrscheinlich vergessen, aber dann dauert das Video auch dreiviertel Stunde an. Das merkt ihr nicht und ich noch viel weniger. Für euch sage ich merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es taugt und ein Prickerl weitergebracht im Leben drin. Ich sage merci für jeden Like und Kommentar. Wie euch, ich gehe jetzt ein paar Maxen abheben. Haut euch rein, habe die Ehre.